Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser. Heute ist Mittwoch. Mittwoch ist immer Wochenblatt-Printtag. Und ich darf Ihnen heute folgende Themen präsentieren. Wir haben uns mit einer kuriosen Sache rund um die neue Umweltzone in Regensburg beschäftigt. Vergangenes Wochenende verteilten Blaujacken wieder Strafzettel für vermeintliche Umweltzonen-Dreckschleuder. 80 Euro kostet ein Knöllchen, das ist eine saftige Strafe. Allerdings gibt es viele Ausnahmen, unter anderem für Bundeswehrfahrzeuge, die ohne grüne Plakette in die Umweltzone fahren dürfen. Eigentlich gilt diese Ausnahme auch für Oldtimer mit H-Kennzeichen. Dennoch hat dieses wunderschöne Auto, dieser grüne Alfa Romeo 1300 aus den 60er Jahren, ein Knöllchen bekommen. Denn offensichtlich kennen die Blaujacken der Stadt die eigene Ausnahmeliste nicht. Neues gibt es auch in der Spendenaffäre. Das Landgericht Regensburg hat nun signalisiert, dass der Prozess gegen Wohlbergs und drei weitere Mitangeklagte wohl im September stattfinden wird. Das bedeutet ein weiteres halbes Jahr Hängepartie für die Betroffenen, für die Angeklagten. Wir haben uns mal die Anklage angesehen, die uns exklusiv vorliegt, sowie einen interessanten Beschluss des Landgerichts, der besagt, dass wenn Wohlbergs wirklich Vorteile angenommen haben soll, dann nie für sich, sondern nur für Dritte. Immer weiter in Bedrängnis kommt sein früherer Gegenkandidat, der CSU-Politiker Christian Schlegel. Es sind Rechnungen von Schlegels Wahlkampfagentur aufgetaucht, und zwar ausgerechnet bei einem Regensburger Bauträger. Schlegel hatte stets beteuert, er habe keinen Cent von diesem Bauträger erhalten. Eine Mail, die uns vorliegt, besagt, dass Schlegel von weiterer Unterstützung von dem Bauträger für die Stichwahl ausgegangen ist, und zwar über die Ecke gespielt. Eine verdeckte Parteienfinanzierung? Nun, zumindest spricht das erneut für die vom Wochenblatt aufgedeckte Panama-Konstruktion, die Schlegel offensichtlich im Wahlkampf hatte. Eine Geschichte, die mir persönlich sehr ans Herzen geht, möchte ich Ihnen nur kurz vorstellen. Ein schwules Paar floh vor 4 Jahren aus Russland vor Putin und seinen anti-homosexuellen Gesetzen. Igor und Pavel kämpfen seitdem um Asyl in Deutschland. Sie leben seit 3 Jahren in der Isarstraße im Regensburger Norden zusammen in einer Wohnung. Jetzt verschärft sich ihre Lage. Einer der beiden hat von der Regierung der Oberpfalz einen Bescheid bekommen. Er müsse aus der gemeinsamen Wohnung aus und in ein Asylbewerberheim ziehen. Die Regierung erkennt nicht an, dass die beiden ein Paar sind, anders als die Stadt Regensburg, die für die Sozialhilfe, die beide bekommen, eine eheähnliche Gemeinschaft voraussetzt. Sozialhilfe bekommen sie deswegen, weil sie nicht arbeiten dürfen. Sie haben letztes Jahr viele Bewerbungen geschrieben, haben viele Zusagen bekommen. Beide haben sich in Deutschland durch Deutschkurse qualifiziert, sprechen sehr, sehr gut Deutsch, alle beide. Heiraten können sie nicht, weil das Standesamt der Stadt Regensburg sagt, sie brauchen eine Geburtsurkunde aus Russland mit Übersetzung. Sie müssten dafür wieder nach Russland reisen, eine Sache, die ihnen sehr nahe geht und die sie emotional nicht können und nicht wollen, aus politischen Gründen. Ich finde das traurig, was da passiert ist. Diese und viele andere Geschichten finden Sie wieder in Ihrem Briefkasten oder ab Mittwochmittag, heute Mittag, im E-Paper, im Internet. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim